wir waren in Norwegen. Warum waren wir in Norwegen? Weil wir für uns und vor allen Dingen für euch rausfinden wollten, was ist da dran an diesem ganzen Hype um Norwegen mit 400, 600, 800 Gramm. Wir haben tatsächlich alles an Tackle mitgenommen, aber zu Anfang nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise, weil ich kann nur jedem sagen, wenn ihr über Land fahrt, seht ihr alles Mögliche und richtig geile Sachen. Ist natürlich eine Frage der Zeit, aber ich nehme euch jetzt erstmal mit. Auf geht's! Ja, was soll ich jetzt sagen, Leute? Ihr habt gesehen, es war eine weite Strecke. Ich will euch einfach mal mitnehmen in die Anfänge. Das heißt, was haben wir mitgenommen? Was hat sich bewährt? Was kann man am Romsdalfjord zumindest getrost zu Hause lassen? Und was sollte man auf alle Fälle mitnehmen? Wir haben als Zielfische den Seelachs gehabt, den Lenglump. Eigentlich alle Meeresfische gefangen haben wir ausnahmslos. Richtig gut gefischt haben wir in Tiefen zwischen ungefähr 30 Metern, 20 Metern bis hin zu 485 Metern. Allerdings auf der 485 Meter Säule haben wir natürlich nur in 150 Meter angefangen mit den Fischen. Teilweise haben wir auch 40 Meter Plateaus gehabt, die wir abgeklappert haben. Alle das haben wir durch. Aber was ist zum Schluss übergeblieben? Was hat sich da bewährt und was hat sich da nicht bewährt? Natürlich ist das jetzt ein Video, wo man sagen kann, ja, jetzt stellen sich hin als Experten. Nein, das tun wir nicht. Vor Ort geholfen haben uns Andreas, schöne Grüße und dann die Frau von Andreas. Und ja, wie ihr nachher sehen werdet, der Speedyfish und natürlich der Matthias von MH Gewürze. An dieser Stelle einen schönen Gruß. Wir waren beim Mana Camping, auch dazu gleich mehr. Ich nehme euch jetzt erstmal mit auf die Reise. Schaut's euch an. Viel Spaß! Mana Camping, Norwegen. Guckt euch das hier an, das Wetter. Wir haben jetzt September. Von den Plätzen her echt überschaubar. Mal einmal so ein Schwenk. Eine sehr saubere Anlage, also wirklich, das ist schon sehr geil. Der Schlachtplatz, tippitoppi, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Mit Beleuchtung, mit Schlachtbrettern, mit allem, was das Herz begehrt, an jedem Schlachtplatz Wasser. Das nehme ich euch mal mit in die sanitären Anlagen, damit ihr das mal hier seht. Ist auch nichts, wo man hier eingequetscht ist oder sonst. Für diejenigen, die duschen wollen, tippitoppi duschen, also nur sagen, ich bin hier echt von den Anlagen her sehr begeistert. Das sieht gut aus, wenn ihr euch das hier so anguckt. Es gibt halt ein paar verschiedene Hütten. Das, was ihr hier seht, das sind jetzt die kleinen Hütten für diese Anlage. Wir haben, da hinten sieht man es durch, diese roten Hütten, das ist die 17-18. Also für drei Mann und einen, der nicht so viel wiegt, ist das top. Jetzt bin ich hier mit dem Besitzer vom Mana Camping. Ihr bekommt hier die Chalets, habt ihr? Wie viel? Vier? Cabins. I have cabins. Five cabins with the showers and toilets. Yes. And the rest of my cabins are low standard cabin, yes. Two and four person. Yes. Cabins, ich habe euch das eben schon gezeigt, das sind hier die Hütten.
Ne, ihr könnt ja auch mit einem Wohnmobil hinkommen. Ne, also, wenn ihr Boote haben wollt, what boats you have? Here? I have at the moment 4 boats. 2 boats is stundenweise und 2 boats is Tagesleihe. Ich habe eine neue Pionier dieses Jahr. Und 2 Eulen 620. Das ist größere Boote, eine mit 60 PS und die andere mit 70, das ist neu. Okay, aber das ist, also wir haben die Boote draußen gesehen, absolut für hier komplett ausreichend Top-Boote, muss ich sagen. Schön, ne? Ja, was Preise angeht, alles, guckt auf die Webseite Mana Camping NO oder what is the address from Internet? Manacamping.no. Aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir sind speziell im September gefahren. Dann ist der Briesling, das ist ein kleiner Fisch, der bevorzugt von den Köhlern gejagt wird, raus aus dem Fjord. Das heißt, die großen Schwärme an Köhlern sind weg, weil wir gesagt haben, okay, wenn die Köhler sowieso in Tonnen da stehen, dann ist das egal, dann kann man ja reinschmeißen, was man will. Wir haben dann uns darauf verständigt, im September zu fahren mit meinen Kollegen, haben dann gesagt, okay, dann geht es ja wirklich darum, welches Material ist geeignet, was fängt und was fängt nicht. Diese Erfahrungen haben wir jetzt mitgebracht. Was benötigt ihr als Setup? Eines der wohl wichtigsten Utensilien ist ein vernünftiger Floater. Diesen habe ich vorher reinigen lassen bei der Firma Klink. Kann ich nur empfehlen, Preis-Leistung top. Von allen Routen, die wir mit hatten, sind zum Schluss die beiden leichten Routen für Köhler und die Snakehead fürs Längsfischen als bewährte Routen mitgekommen. Alle anderen Routen haben wir da aussortiert an Land gelassen. Natürlich ist es so, warum fischt man jetzt so eine leichte Route? Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Lure Master 70 zum Beispiel, zum einen wiegt sie ja nun mal nichts. Zum zweiten ist es so, wenn ich dort Speedpilken mache, Speedfischen mache, wenn ich hochkurbel und der Biss kommt, kommt er knallhart. Das muss eine Rute im ersten Augenblick abfedern können. Federt die das nicht ab, schlitzt ihr den Fisch gegebenenfalls sofort aus. Oder aber ihr habt sehr viele Fehlbisse und aussteigern nachher beim Drillen. Wenn die Rute permanent in einer semiparabolischen Aktion ist, dass sie permanent vorne auch ein bisschen die Spannung hält beim Pumpen nachher und beim Drillen, ist es so, dass die Aussteigerwahrscheinlichkeit sehr gering ist. Zum einen habe ich mir eine recht günstige Multi geholt mit einem funktionalen großen Griff. Und die Snakehead-Route, das ist der große Vorteil, den ich an Bord ganz klar hatte, hat einen Triggergriff. Trotz des Wurfgewichtes mit dem Triggergriff und der Rolle zusammen hat man dieses Verdrehen im Handgelenk und dieses Ganze nicht, sondern die Route mit Rolle sitzt stabil, man kann Anschläge super gut durchbringen, im Drill macht alles, was es soll. Klasse Sache, kann ich nur empfehlen. Das ist nun mal 1:1 mein Setup. Das nächste ist meine bevorzugte Rolle, die werdet ihr am meisten im Einsatz sehen. Das ist eine 3000er Rolle, die ist speziell fürs Meeresangeln ausgelegt von einem großen Hersteller. Und zu der Rolle als zweite Rolle und als für mich halt wichtige Rolle mit unter anderem etwas älteres Modell der eines anderen Herstellers, die auch salzwassertauglich ist. Und das Wichtigste, egal welche Rolle ihr nehmt, die Bremsen müssen fein laufen, die müssen sauber laufen. Und am Kitty Wildefahrt. So sieht das aus, Leute. Als Schnur, wir haben sehr viel experimentiert und ich bin zum Schluss hergegangen und habe tatsächlich ausnahmslos mit unserer 018er gefischt. Die Kollegen, wir haben vor Ort einiges umspulen müssen. Tut euch selbst einen Gefallen, kontrolliert zu Hause, wie viel Schnur habt ihr drauf. Ihr kommt beim Köhlerfischen
ganz schnell an die Grenze, wenn ihr nur 100 Meter oder 150 Meter drauf habt, weil wenn bis in 100 Meter Tiefe kommt und der Fisch reißt euch mit einem Schlag 50 oder mehr Meter runter, ihr habt keine Option mehr. Nehmt selbst die 300 Meter Spule, spult euch die Rollen voll. Es ist jetzt egal, ob ihr wirklich die BAD nehmt, die meines Erachtens nach, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon seit Ewigzeiten sage, so sieht die Schnur aus, wenn sie wirklich gefaltet wurde und dann nicht neu ist, sondern diese Schnur, die hier drauf ist, die ist jetzt bestimmt schon 2, 2,5 Jahre drauf. Zu den Ködern. Womit haben wir dort gefischt? Zum einen auf Lenk, Lump, Dorsch haben wir mit Naturködern gefischt. Zum anderen auf die Köder und Makrelen und so weiter haben wir mit Pilkern und Gummifischen gefischt. Einer der absoluten Highlights für mich persönlich war der zweite Tag, wo wir raus waren, wo wir das allererste Mal Kontakt hatten mit den ersten besseren Ködern, die dort rumschwimmen. Die habe ich ausnahmslos auf Gummifisch gefangen. Wir haben natürlich versucht, im Vorfeld, meine Kollegen haben ihre Pilker mitgehabt, mit ihren Pilkern was zu fangen, mit dem Ergebnis, dass tatsächlich an den Köhlern am zweiten Tag jetzt bei denen keine Fische kamen, sondern die kamen jetzt wirklich ausnahmslos den zweiten Tag zumindest auf unsere Fische. Ihr seht das auch im Video. Mit denen habe ich Speedfischen gemacht, als Gewicht 75 Gramm Kopf, aufgezogen, runtergelassen, Speed gekurbelt. Welche Pilker haben wir mitgehabt? Wir haben natürlich einen riesigen Schwung mitgehabt, aber zum Schluss, wir haben tatsächlich von den Speedyfish mit den neuen Hologrammen und so weiter 250 Gramm mitgehabt. Davon ist noch einer da, einen haben wir versenkt. 150 Gramm braucht ihr dort wirklich nur in wirklich ganz großen Ausnahmefällen. Wir haben mit zu 90% haben wir mit den 75 Gramm gefischt und 50 Gramm. Vereinzelt haben wir auf die 100 Gramm gefischt. Und was auch aufgefallen ist, ihr seht das hier 1:1, so ist es 1:1 auch gefischt worden, ist das Vorschalten vom Fluorcarbon auf die Geflechtschnur. Ich habe eine 35er Fluorcarbon vorgeschaltet von dem B-Fishing, natürlich von uns. Aus dem einfachen Grund, der Fisch beißt, die Bisse kommen härter und der Fisch beißt, ja, wie soll ich sagen, sorgenloser zu. Also die Bisse sind wesentlich aggressiver, als wenn ich jetzt mit der Geflechtschnur direkt an den Wirbel und dann an den Fisch gehe. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Rubrik Leng, Lump, Dorsch, Naturköder. Im Vorfeld haben wir viel diskutiert, viel überlegt, was ist das Richtige, was ist es nicht. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von einem der, ja, meines Erachtens nach mit besten Meeresangler, die wir haben. Und zwar vom Horst Hennings. Das ist jetzt ein Hakensystem, was wir gefischt haben. Und Horst Hennings sagt ganz klar, wenn ihr auf Längen geht, Schlauch, diese Perlen drauf, Leuchtperlen, ein bisschen Bewegung reinbringen, wenn man will. Ansonsten das Ganze auf
55er Fluorcarbon von uns gesetzt. Fluorcarbon, wie ich schon sagte, und mit unseren Offset-Haken. Und die Offset-Haken, dazu gleich zwei Sachen. Wir haben die Big Ur-Haken benutzt. Das nächste ist, warum Offset-Haken, warum keinen normalen Haken? Wenn ihr euch die Offset-Haken im Ganzen mal näher anguckt, werdet ihr sehen, dass wenn ich jetzt den runterlasse, habe ich hier meine Köderfische drauf. Ich hier in diesem Bereich eigentlich so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Flucht habe im Gegensatz zu anderen Haken. Andere Haken stehen hoch, das heißt, da hätte ich die Spitze jetzt hier. Da würde ich auf dem Grund alles mitnehmen. Hier ist es so, dass das mehr oder weniger so ein bisschen rüber gleitet. Die Hängergefahr ist einfach geringer. Und das Allerwichtigste, die Dinger sind wirklich rasierklingenscharf. Passt ein bisschen auf eure Finger offen. Eines der wichtigsten Inputs, die wir hatten, die habe ich von MH Gewürze. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Matthias, der sich wirklich die Zeit genommen hat, mir 1,5 Stunden auf Google Earth zu erklären, wo wir welche Fische zu erwarten haben. Und dieses Setup und dieser Support war einfach nur genial. An dieser Stelle ein ganz riesen fettes Dankeschön an den Matthias. So sieht das aus mit einem Spüdi-Fisch.